Hallo miteinander, ich erlebe gerade etwas ganz Gutes in einer Zeit, wo viele Leute ja auch, und auch mich, verunsichern, wo man nicht genau weiss, wie es weitergeht. Ich erlebe, wie Gott durch Jesus einfach zumindest drin ist. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist der Gott, der ja in die Welt hineingekommen ist, der zu seiner Zeit ja auch alles drunter und drüber war. Er ist der Immanuel. Und ich erlebe noch etwas. Ich erlebe in einer Zeit, wo in der Nachbarschaft oder in der Umgebung oder so manche ihre Mitmenschen bald nur noch als Gefahrenherd sehen, dass meine Mitmenschen und gerade die Leute der Gemeinde Gegenwart Gottes sind. Nicht einfach eine potenzielle Gefahr, sondern Gegenwart Gottes. Das gibt mir unglaublich viel Mut und Freude. Und ich erlebe das Lied, das wir so oft singen im Gottesdienst miteinander: Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Der Fels ist stabil, der Fels ist stark. Sicher, mein Verlauf von der Corona-Infektion ist bis jetzt sehr ein einfacher, sehr ein glimpflicher. Und von dem her ist es vielleicht ein bisschen einfacher, so etwas zu sagen. Aber ich bin Gott so dankbar, dass ihr, meine Mitgeschwister, nicht eine Bedrohung sind, nicht eine potenzielle Gefahr, sondern die Gegenwart Gottes. Und ich bin so dankbar, dass auch in der Isolation Christus, der Gott mit mir ist, der Immanuel, der durchträgt. Ich wünsche uns in einer Zeit der Verunsicherung, wo Behörden und viele nicht mehr genau wissen, wie reagieren, die Sicherheit, Gott mit uns.